Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was macht man, wenn deine R6 nur auf 3 Zylindern läuft? Genau, man montiert eine Aero-Komplettanlage. Ich denke mal, ihr habt das sicher mitbekommen, meine R6 läuft momentan nur auf 3 Zylinder. Aber ich denke mir, scheiß drauf, ich montiere schon mal die Komplettanlage und erst dann geht sie zum Händler. Warum auch nicht? Ne, Spaß beiseite, ich habe mittlerweile auch schon mit dem Händler Kontakt aufgenommen und das Problem ist, er hat momentan keine Zeit dafür. Nur nachdem jetzt so oder so eigentlich Winter ist, denn ich nehme das Video auf Ende Oktober, ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn ich sie jetzt nicht direkt zum Händler stellen kann. Je nachdem, wenn ich dann Zeit habe, kommen sie vielleicht sogar noch vor Weihnachten zum Händler. Euch betrifft das aber eigentlich gar nicht, denn die ganzen Videos, die ich schon aufgenommen habe, da habt ihr locker mal bis Anfang Februar schon mal genug Videos. Dieses Video wird unterstützt von Motorradersatzteile24. Einen riesen Dank, dass ihr mich bei meinem Winterprojekt unterstützt. Alle Links zum Motorradersatzteile24 und der Aero-Komplettanlage sind in der Videobeschreibung. Und wie in den anderen Videos, der Rabattcode, mit dem ihr 10% auf den gesamten Warenkorb bekommt, ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber ich hätte mir das gesagt, wir reden jetzt nicht lang, sondern wechseln nach hinten an die Werkbank. Ich räume da kurz ein bisschen frei und dann starten wir auch schon mit der Komplettanlage. So, dann hätte ich mal gesagt, wir fangen mal mit dem Auspacken an. Ich weiß, ihr habt ihn schon gesehen. Jeder von euch, der das 30 Minuten Unboxing Video gesehen hat, also das erste Video vom Winterprojekt, der hat ihn natürlich schon gesehen, auch den Krümmer. Nur ich denke mir, nicht jeder hat das Video gesehen, deswegen packe ich die Teile auch in den einzelnen Videos nochmal aus. Nur mal kurz so als Info für die Leute, die sich gewundert haben, ja, du hast ihn doch schon gezeigt, bla bla bla. Also ich weiß noch immer nicht, aber ich auf die Carbon-Schelle. Leute, da kann ich mir einen drauf holen, Alter. Da kannst du drauf einen holen, Alter. Oh, so genial. Und natürlich hier hinten auch die Zulassung. Was eh eigentlich keinen juckt. Digga, komm raus. Oh ja. Komm raus, Digga. Ah, Digga. Also ich finde den wirklich, also optisch ist das wirklich einer der geilsten Endtöpfe, die man sich für eine R6 holen kann. Und für die Leute, die es mir beim Unboxing nicht geglaubt haben, der Sticker ist wirklich gelb. Bitteschön. Ja, nicht grün. Weil ein paar Leute gemeint haben, ja, der ist doch nicht gelb, der ist grün. Aber ja. Ach, so ein geiler Auspuff, oder? Digga, ja, der ist schon ein bisschen eingestaubt, oder? Ich glaube, ich sollte den jetzt echt mal verbauen. Aber ja, Leute, ich hätte mal gesagt, wir kommen jetzt zum Krümmer. Ja, Leute, der Krümmer. Die Krümmerdichtung, die muss man übrigens extra dazu bestellen. Die habe ich hier einfach rein. Ich kann nicht mehr reden heute. Die habe ich da einfach reingelegt, dass ich sie ja nicht vergesse in diesem Video. Denn nicht, dass ich die vergesse zu verbauen. Ihr kennt's. Ich bin ja Mr. Lost in Person. Da kann das schon mal passieren. Also ich, wenn das so einfach ist, wie ich hoffe, dann braucht man eigentlich nur die Teile einmal reinschrauben. Und die ganzen Rohre hier werden dann einfach nur mit den Federn eingehängt. Ich hoffe mal, dass so easy ist. Denn dann wäre das hoffentlich... Ich weiß, hoffentlich eine relativ easy Montage. Denn ich sage euch so, wie es ist, ich habe heute eigentlich nicht ganz so viel Zeit. Nur für eine Aero-Komplettanlage, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit. Und scheiß mal auf den einen oder anderen Termin und sag dann einfach mal ab. Aber ja, Leute, was soll's, ich habe die Komplettanlage wahrscheinlich so oder so gesehen. Für die Leute, die das lange Video noch nicht gesehen haben, die haben wohl nicht abonniert. Deswegen, Leute, tut das einfach an dieser Stelle einfach mal. Abonnieren kostet ja nichts und ihr würdet mich extrem supporten. So, dann packen wir jetzt auch die ganzen einzelnen Räume aus. Und wer sich jetzt wieder beschwert, wenn ich die Sachen angreife, bevor ich sie starte, sprühe ich die Komplettanlage so oder so nochmal mit Bremsenreiniger komplett ab. Denn ich habe das jetzt schon öfters mitbekommen, dass sich unter Auspuffvideos so viele Leute da getriggert fühlen, weil da sich ein paar Leute, ja, wie soll ich sagen, ja, mit die Hände anfassen, die fühlen sich da direkt sofort getriggert. Aber ja, an dieser Stelle könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie gefällt euch denn das Winterprojekt bis jetzt? Habt ihr Änderungswünsche, haut es mal in die Kommentare. Wahrscheinlich, bis ihr das Video seht, habe ich zwar schon alle Videos vom Winterprojekt aufgenommen, aber es würde wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn ich Bock drauf habe, wieder ein Winterprojekt geben. Vorausgesetzt, ich habe wieder so nette Leute wie Motorradersatzteile24, die mich bei meinem Winterprojekt unterstützen. Denn ganz klar, hätte ich so einen Sponsor nicht an meiner Seite, dann könnte ich das Winterprojekt in diesem Umfang, in dieser Kürze der Zeit nicht machen. Ich meine, klar, ich hätte mir die Aero-Anlage, genau wie die Fußrasten, genau wie die Bremsen, so oder so früher oder später geholt, aber halt nicht alles auf einmal, denn ja, ich bin relativ armer Schlucker eigentlich.
Ich meine, klingt jetzt arg, ich habe eine Super Duke und eine fucking R6, aber ich bin jetzt echt nicht so reich. Aber ja, das soll ja dieses Video eigentlich gar nicht zur Sache tun. Auf jeden Fall vielen Dank an Motorradersatz24, dass sie mich unterstützen, denn sonst wäre das wirklich nicht möglich in dieser Kürze. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, ich stecke jetzt mal... Da randaliert schon wieder wer. Aber ja, Leute, ich hätte mal gesagt, ich stecke jetzt den Krümmer mal zusammen, demontiere ohne euch kurz mal den Originalkrümmer, beziehungsweise den, ja, ist ja kein Originalkrümmer in diesem Sinn mehr, da ist ja kein Cut mehr drin. Und sobald wir diese Anlage ranschrauben, hätte ich gesagt, schalte ich wieder ein. Und da haben wir auch schon den nächsten Tag. Und ja, Leute, ihr seht, der Krümmer ist leider schon montiert. Was heißt jetzt leider? Ich sage mal so, ich habe letztens weg müssen. Also relativ spontan noch, habe ich gesagt, ich muss noch wohin. Und da war jetzt folgendes Problem. Ich bin jetzt vorher gerade von ein paar Stunden hergekommen, voller Elan. Wollte endlich draufpacken, den Krümmer. Habe ihn soweit auch montiert. Und habe am Anfang auch noch gedacht, ja... Vergiss ja nicht, die Kamera aufzustellen. Und ja, was ist passiert? Genau, ich war ungefähr da unten bei der letzten Feder und mir ist eingefallen, fuck, ich wollte ja eigentlich filmen. I'm sorry, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt, aber ich denke mal, da habt ihr nicht allzu viel verpasst, denn da unten ist eh relativ schwer zu filmen. Vor allem, wenn ich da unten eh am Herumwerken bin, da unten liege und ja... Da ist eh kaum Platz zu filmen, vor allem ich war auch alleine. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ich habe die Krümmerschrauben noch nicht mit Drehmoment festgezogen. Das machen wir jetzt dann direkt mal und sobald wir das gemacht haben, geht es weiter zum Endtopf. So Leute, dann hätte ich mal gesagt, wir widmen uns jetzt mal dem geilen Endtopf. Wie ihr seht, das kleine Metallblättchen, das hindert, dass man den DB-Killer rausbekommt, habe ich natürlich schon entfernt. Und das ist auch das geile bei Aero. Das ist auch, soweit ich weiß, bei allen Aeros so, egal ob Euro 0, keine Ahnung, ob Euro 3, Euro 4 oder vielleicht auch sogar Euro 5. Das weiß ich jetzt nicht. Nämlich ist der DB-Killer, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das sehen könnt, ist der DB-Killer nur mit diesem kleinen Blättchen gesichert. Und wenn ihr das sehen könnt, dann seht ihr, ja, das hält eigentlich gar nicht. Denn laut Gesetz muss es ja so sein, dass ab Euro 4 die ganzen DB-Killer festgeschweißt sind, beziehungsweise soll halt daran hindern, dass man ihn ausbauen kann. Und Aero hat halt diese Lösung gefunden und das finde ich extrem geil. Das Blättchen bekommt ihr so easy raus, ihr nehmt einfach so einen, ja, so einen Stromdingsbums. ihr kennt mich, ich bin Mr. Lost in Person, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall einfach einen Schlitzdreher und dann dahinter hebeln und heraus ist das. Und ich denke mal, für das werden mich jetzt sicher wieder viele Leute haten. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Egal. Es ist mir egal. Egal. Es ist mir sowas von scheißegal. Alter, was ist denn das für ein Dildo wieder? Da kommt ja mal gar nichts durch.
Also ich glaube, DME-mäßig ist da alles im Lot. Denn ich muss sagen, ich habe schon öfters mal ein Bike gemessen mit und ohne Cut. Und meistens sind das nur 1 bis 2 dB in dem Messraum, wo gemessen wird. Und natürlich sage ich es einfach dazu, denn sonst hassen mich ja noch mehr Leute. Im Straßenverkehr, lasst den bitte drinnen. Geh, Spaß, raus damit, macht was ihr wollt, habt einfach Spaß. Das Leben ist einfach zu kurz, um keinen Spaß zu haben. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um das kleine Säckchen hier. Da ist nämlich die Zulassung drin und die Schrauben, die wir brauchen. Bim, 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 bim. Einmal Zulassung. Bla 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 bla. Bla bla braucht eh keine Sau. Braucht keine Sau. Oh, das ist ganz wichtig. Der Aero-Sticker, da habe ich jetzt eh schon 2. Oder habe ich 2? Ja. Der darf natürlich nicht fehlen. Der kommt natürlich auf die Karre. Und dann haben wir jetzt nochmal die eine Ding zum Festschrauben und einmal die Feder. Und eins, was ich halt bei der Titan-Version geil finde, ich weiß jetzt nicht, ob es bei der normalen Version auch ist, ich glaube nicht. Nämlich gibt es hier eine echt Carbon-Schelle. Ach, gebt euch das. Also ich bin ja so oder so ein Fetischist von Carbon, aber boah, einfach so genial. Aber ich hätte mal gesagt, wir wechseln jetzt nach hinten zur R6 und montieren mal den Endtopf. So Leute, dann ist die Komplettanlage hier auch schon montiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich euch alles gezeigt habe, denn ich sage mal so, ich habe hier ein bisschen gepusht, aber ich sage mal so, der Ausbau fällt. Keine Ahnung, ob das jetzt so gehört, mir eigentlich auch relativ wurscht. Also der hält echt, also wenn ich da wackel, wackelt das komplette Bike, der hält echt Bombe. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie gefällt euch eigentlich die Aero-Komplettanlage. Also ich finde sie mega geil. Ihr habt es jetzt auch schon gesehen, die Aero-Komplettanlage ist auch schon montiert. War auch eigentlich gar nicht mal so die Arbeit, nur ich war halt alleine und habe das jetzt im Laufe insgesamt, ich habe 3 Tage gebraucht, weil die Zeit nicht so mitgespielt hat. Und ich denke mal, ihr seht auch im Hintergrund, die Teile werden immer weniger. Also prinzipiell haben wir jetzt nicht mehr so viel zu tun. Einmal komplette Bremsanlage, Count-End-Luftfilter, komplette Verkleidung. Und einmal das Windschild. Auch am Ende des Videos nochmal einen riesen Dank an Motorradersatzteile 24 fürs Unterstützen dieses Videos. Alle Links zu Motorradersatzteile 24 und zur Aero-Komplettanlage sind selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe euch da auch zum Beispiel eine Leo Winz Komplettanlage oder auch den einen oder anderen Auspuff von der anderen Marke verlinkt. Falls sich jemand auch einen Auspuff kaufen will und jetzt nicht so auf Aero steht. Der Rabattcode, mit dem ihr 10% auf den gesamten Warenkorb bekommt, ist selbstverständlich
selbstverständlich auch in der Videobeschreibung. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, wo bleibt der Soundcheck? Ihr wisst, das Ding läuft leider nur auf 3 Zylindern, deswegen gibt es hier an dieser Stelle keinen Soundcheck. Aber ich werde das Ding die Tage so oder so nochmal starten, weil ich wissen will, welcher Zylinder das ist. Sprich, ich werde sie starten und werde den Krümmer abtasten, welcher schneller warm wird und eben der am längsten kalt bleibt, ist halt der Zylinder, der nichts so mitmacht. Und das Ding ist ja, sobald man über 3000 Umdrehungen ein bisschen revt, läuft sie auch wieder ganz normal auf 4 Zylindern. Das heißt, wenn ich sie dann warm laufen lasse, eben genau, um herauszufinden, welcher Zylinder es ist, dann denke ich mal, gibt es ein kleines Short-Video mit ein, zwei Revs. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir unbedingt ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie euch die Aero-Komplettanlage gefällt. Und ich habe mal gesagt, wir hören uns oder wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und pa!